Mein Name ist Bernd Bierwirth. Ich bin Diplom-Ingenieur FH, 52 Jahre alt, wohne in Kirchhain und kandidiere als Stadtverordneter für Bündnis 90 Die Grünen. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Weil ich eine Veränderung der steifen politischen Entscheidungen erreichen möchte. Dies wurde mir in den letzten Jahren gerade bei der Anwendung des Baurechtes vorgeführt. Warum trittst du gerade für die Liste der Grünen an? Weil mir ein transparentes und nachhaltiges Handeln wichtig ist. Wir müssen akzeptieren, dass wir als Person nur Gast in dieser Welt sind und sollten uns zumindest auch so verhalten. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Gerade in der Kernstadt sind alle wichtigen Infrastrukturen wie ÖPNV, Schulen und Handel vorhanden, das auch den Stadtteilen zugutekommt. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Gezielte Sanierung und Weiterentwicklung dieser Infrastruktur, aber auch neue Ideen, um den Wohnort Kirchhain und seinen Stadtteilen für alle Bevölkerungsschichten attraktiver zu machen. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Ich möchte mein fundiertes technisches Wissen unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorschriften zur Entscheidungsfindung beitragen und die Verwaltung zum Wohle der Bürger bei einem effektiven Handeln unterstützen. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Das war, das machen wir schon immer so. Ja 49 oder Wald statt Asphalt? Grün ist mehr als A49. Die Entscheidung ist gefallen und wir haben hoffentlich nur auf der Fläche das Ökosystem verloren. Wenn wir aufgrund eines Unfalls auf der A49 auch eine Trinkwasserressource verlieren sollten, dann werden unsere Kinder und Kindeskinder uns dieses A49 erheblich vorwerfen. Im Gegenzug gewinnen wir Mobilität, obwohl wir durch Corona erkennen konnten, dass in gewissen Bereichen auch Homeoffice eine Alternative sein kann. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Joschka Fischer, weil er gezeigt hat, dass man die steifen Konventionen und Ketten auch in der Politik sprengen kann. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Ein fairer Umgang miteinander, gerade auch bei kontroversen Debatten und wobei das Ergebnis durch Argumente und nicht durch das Parteibuch gefunden werden sollte. Suche dir eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Dr. Lobeck, weil er ein gezielter und kompromissfähiger Mitbürger ist, der auch zuhören kann. Was möchtest du in Zukunft für den Abbau von Politikverdrossenheit, vor allem in der Kommunalpolitik, tun? Zeigen, dass ein Engagement und beharrliches Verfolgen zum Ziel und damit zu Veränderungen führt. Du hast noch etwas Zeit. Möchtest du noch was sagen? Ich freue mich, dass ich hier sprechen durfte und hoffe, dass möglichst viele Wähler zur Wahl gehen. Danke.